Guten Morgen und willkommen heute. Frühstücksbörsenzeit bei uns bei BD Swiss und Zeit weiterhin hier, den US-Dollar unter die Fittiche sich zu nehmen, denn weitere Schwäche ja scheinbar hier im Greenback, wie er so schön heißt, erst einmal möglicherweise hier weiterhin zu erwarten. Gestern lagen wir ja ziemlich richtig, haben zwar nicht den Euro-Dollar gehandelt, aber unser offener Trade im Pfund sieht weiterhin gut aus. Dann haben wir ja noch unsere Position im Dollar-Cut. Die wurde ausgelöst gestern. Der Dollar-Kanadier liegt massiv im Gewinn. Stop-Loss schon nachgezogen. Und ebenso die Metallmärkte, die sich also weiterhin bewegen. Heute der Erzeugerpreisindex. Könnte natürlich die Märkte ein Stückchen weit weiterhin hier vielleicht sogar in Aufruhr dort bringen. Zur gleichen Zeit kommen ebenso die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung heraus. Die könnten vielleicht in ähnlichem oder besserem Niveau aktuell dort sich präsentieren. Wir hatten ja sehr gute Beschäftigungszahlen seitens der Non-Farm Payrolls erhalten vor einigen Handelstagen. Der US-Dollar also eine weitere Schwächephase andeutend hier aktuell, könnte natürlich dann in dem Sinne vielleicht auch eine weitere Abwärtsbewegung anzeigen. Mein Kollege Marshall hat es angedeutet in seinem Text oder in seinem Inhalt für den heutigen Handelstag hier, und zwar Erzeugerpreisindex könnte vielleicht auch die gestrige Verbraucherpreisindexzahl ein Stück weit zementieren. Sollten wir also eine leichte schwächere Zahl dort erhalten, wäre das natürlich dann weiterhin schwach ebenso für den US-Dollar zu werten. Die Märkte könnten dann weiterhin nach oben zeigen. Jedenfalls die Währungsmärkte, in dem Fall mit dem US-Dollar als zweitgenannte oder Gegenwährung, wie im Euro-Dollar beispielsweise. Der Markt zieht ja hier auf der Long-Seite weiterhin nach vorne. Das heißt, wir sehen hier durchaus weiteres Potenzial vielleicht auf der oberen Seite. Der Euro zieht weiterhin ein Stückchen weiter an und deutet hier mit weiterem Aufwärtspotenzial natürlich hier die Reise vielleicht nach oben fortgeschrieben an. Im Pfund auch die Reise ebenso einigermaßen positiv, nach wie vor Ausbrüche durch diesen Widerstandsbereich hindurch, und das Ganze klar auf Monatschart-Ebene könnte andeuten, dass vielleicht hier durchaus die Handelsebene bis auf Weiteres auf der Long-Seite eintreten könnte. Vor allen Dingen natürlich, nachdem wir hier durch diesen gleitenden Durchschnitt durchgebrochen sind. Und da würde ich jetzt mal vorsichtig vielleicht auch andeuten wollen, dass wir uns ja hier so langsam in und um diesen Widerstandsbereich ausbrechend zeigen. Das heißt, diese Widerstandszone, die jetzt gerade wiederum angetestet wird, bei einer 1,2240, aber der gleitende Durchschnitt, wie gesagt, der hier angetestet wurde, nicht erobert werden konnte, hier vor einigen Handelstagen in dem Fall, deutet für mich an, dass, wie gesagt, vielleicht hier natürlich dann diese Reise langsam fortgeschrieben werden könnte. Druck nach oben bis zum gestrigen Handelstag, und sollten wir jetzt dann diese gleitende Durchschnittszone hier unten bei einer 1,2190 nicht weiterhin nach unten verlassen, wäre das natürlich eine Möglichkeit, vielleicht hier zu erwarten, dass der Markt wirklich sich nach oben bewegt mit weiterem Aufwärtspotenzial, also vielleicht hier im Pfund weiterhin die Long-Seite antestet und damit dann vielleicht auch die Märkte weiterhin nach oben entsprechend weiter vorbereiten könnte. Sollten wir keine weitere, erst einmal jedenfalls starke Aufwärtsbewegung sehen, dann könnte das damit zusammenhängen, dass vielleicht Marktteilnehmer sich hier erneut oder weiterhin erst einmal hier auf diese Arbeitsmarktzahlen dort stützen und die Erzeugerpreisinformationen hier vielleicht stützen, um dann in den nächsten 4,5, 5 Stunden vielleicht mit weiterer potenzieller Bewegung hier zu rechnen. Die Möglichkeiten, wie gesagt, sehen hier vielleicht für mich jedenfalls ganz gut aus. Ich sehe nach wie vor jedenfalls, dass Pfunde, Euro und vielleicht auch parallel dazu hier der Aussie ja durchaus positiv sich zeigen. Ich habe es gesagt hier, auch dort diese Widerstandszone hier 70-20 wurde nach oben regelrecht pulverisiert. Markt deutet mir hier jetzt weiterhin an, dass die Monatsebene, der Monatschart wirklich scheinbar mit der Aufwärtspotenzial sich hier bereit erklärt, und ausgehend von dieser Pinnbar-Kerze hier unten mit dieser Aufwärtsbewegung sehen wir wirklich in dieser Woche ja regelrechte Explosion von einer 69 unten auf einer 70, 71 quasi, hat sich der Markt bereits stark nach oben bewegt mit durchaus weiterer Möglichkeit vielleicht hier zuzulegen. Nächstes Kursziel aktuell, ups,
Nächstes Kursziel aktuell ja hier bereits fast schon angetestet, die 71,10, 71,15er Marke. Das liegt etwas tiefer als der ATR hier im Handelstagverlauf. Gucken wir mal oder warten wir mal ab, inwiefern hier der Markt sich weiterhin noch nach oben präsentieren kann und entsprechend weiterhin natürlich hier die Aufwärtsbewegung weiterhin fortgeschrieben wird. Schwäche des US-Dollar im Allgemeinen also natürlich hier relativ breit zu sehen. Gerade habe ich hier Gold am Wickel. Im Goldpreis sieht es nicht ganz so positiv aus. Ähnlich fast auch wie der Silbermarkt derzeit. Denn Gold deutet so eine leichte Widerstandsbildung natürlich hier gerade an. Auch da sehen wir diese vormalige Unterstützungszone, dieser hellblaue Handelsbereich, den ich hier als Zone rein markiert habe, deutet vielleicht an, dass die Reise ein bisschen hoppelig sein könnte. Im langfristigen Chart sehen wir nicht wirklich Klares entsprechend hier aktuell. Klar, die Opportunitätskosten könnten immer noch ein Grund dafür sein, warum also die Märkte sich hier erst einmal kaum mit großer Bewegungsintensität hier auseinandersetzen. Trotzdem, für mich sieht Gold einigermaßen positiv aus, allerdings hier durchaus mit Umwegen. Die Abwärtsbewegung hier natürlich könnte auch weiterhin angedeutet werden und vielleicht auch der Goldpreis erst einmal noch leicht nach unten knicken. Im Silber sind wir weiterhin drin. Da haben wir ja noch unseren Long Trade. Da liegt unser Stop-Loss hier bei 2040. Der könnte hier knapp sogar ausgelöst werden. Warten wir mal ab. Schauen wir uns an, wie entsprechend hier die Marktbewegung sich weiterhin präsentiert. Durchbrochen durch diesen gleitenden 50er-Durchschnitt sind wir ja bereits. Das heißt, wir sind jetzt weiterhin auf der Long-Seite eigentlich positiv dabei. Ich sehe vor allen Dingen starke blaue, bei mir in dem Fall Handelskerzen und klare rote Handelskerzen. Das spricht für mich aktuell weiterhin dafür, dass der Trend klar auf der Long-Seite zu sehen sein müsste. Bloß ganz klar natürlich hier diese langfristige Dochtbildung, die wir hier sehen, Pinnbar-Kerzen und so weiter, die mir hier erst einmal erklären, dass ich jedenfalls durchaus hier bis in die weiteren 21,60er respektive Kurszielbereiche hier vordringen würde. Aber klar, dazu brauchen wir natürlich erst einmal auch positive Handelskerzen, irgendwas Steigendes hier. Warten wir mal ab, wie sich die Märkte, wie gesagt, hier auf der Ebene präsentieren. Alternativ ebenso vielleicht mal ein kleines bisschen über den Rohölmarkt. Kleine Nachrichten, die damit nicht direkt was zu tun haben, gar nicht überhaupt damit was zu tun haben. Die Wasserstände des Flusses, des Rheinflusses in Deutschland im Übrigen, oder nicht nur in Deutschland, aber natürlich hauptsächlich in Deutschland, gerade eine spannende auf YouTube fünfteilige Dokumentation über den Fluss Rhein mit den verschiedenen Seitenrandgeschichten, in dem Fall, die ich gerade hier mir anschaue. Plan im nächsten Jahr mal wieder ein bisschen Deutschlandurlaub zu machen. Quer durch Deutschland zu fahren, darf man ja gar nicht sagen, aber mit meinem Verbrennerfahrzeug mich sogar mit einem Achtzylinder durch Deutschland zu bewegen, gehört ja fast schon wieder verboten. Aktuell, wenn ich jedenfalls den Grünen und den weiteren politischen Mitstreitern hier zuhöre, dann ist das ja ganz töricht, was ich tue. Gut, einmal im Jahr, denke ich, sollte das Ganze nicht unbedingt ein Problem sein. Das ist jedenfalls meine Ausrede, aber so kann sich ja jeder politisch gesehen seine eigene Handelswelt zurechtlegen und entsprechend überlegen, ob er dennoch Spaß haben will und darf, soll ja behördlich verboten werden. Tempolimit ja auch ein großes Thema. Im Übrigen, vielleicht muss man auch nicht alles über Verbote regeln. Generell einfach von selber langsam zu fahren, wie ich es generell ja eigentlich auch eher tue, macht ja sogar Sinn, denn klar, mit dem V8 mit 180 über die Autobahn zu brettern, verbraucht ja ein Stück weit mehr Sprit als mit 130, 140 vielleicht sich dort mit schöner, angenehmer Reisegeschwindigkeit. Sowieso im Cabrio macht es etwas langsamer, eh viel mehr Spaß zu bewegen. In dem Fall, Öl zieht leicht nach oben. Mir ging es aber um den Rheinfluss gerade und zwar die Wasserstände dort massiv auf der fallenden Seite. Diejenigen, die natürlich jetzt weiterhin hier auch das Wetter im Kopf haben, es wird ständig heißer. Wir wissen es ja. Also die große Problematik. Frankie bewegt sich mit seinem Spritschleuderauto, damit es auch im nächsten Jahr im Sommer wieder warm wird. Gar nicht gut. 40 Zentimeter Wasserstand, mehr oder knapp um die 16 Inches, wie es hier bei Bloomberg heißt. Das sorgt natürlich mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen weiterhin für große Bewegungen, nicht nur in dem und mit dem Transport auf der Wasserstraße, der
größten, wenn ich mich entsinne, sogar in Europa. Aber natürlich auch die Verkehrswege, und zwar die kleinen Fährschiffe, die von linker, rechter Rheinseite sich hin und her bewegen, können ebenso den Wasserfluss dann nicht mehr befahren. Große Probleme also, die wir jetzt in dem Fall weiterhin sehen. Ich erinnere mich, das war vor einigen Jahren schon einmal der Fall. Gucken wir mal, inwiefern sich die Lage also dort weiterhin präsentiert. Denn ganz klar wichtig natürlich gerade auch, dass entsprechend nicht nur Waren dort über den Fluss, natürlich aber auch Sprit von Nord nach Süd entsprechend bewegt werden. Ölpreis liegt positiv hier am Widerstandsbereich für mich mit einem möglichen Ausbruch vor. Hier hätten wir durchaus eine Möglichkeit, vielleicht mit langfristiger Trend-Handelsidee etwas machen zu können. Ja, im Wochenchart deutet der Markt immer noch fallende Preise an. Da könnte die Kerze natürlich auch weiterhin hier nach unten durchbrechen. Im Monatschart allerdings sehen wir, dass wir in diesem Monat uns ja schon einiges an Strecke haben leisten können auf der Südseite und dass der Markt jetzt vielleicht ausgehend von dieser Unterstützungszone eben sich also positiv bewegen könnte und damit dann der Aufwärtstrend sich weiterhin weiter positiv andeuten könnte. Hat mit dem Rheinfluss natürlich, wie gerade angesprochen, überhaupt nichts zu tun, aber generell könnte natürlich der Ölmarkt hier durchaus weiterhin sich fortbewegen. Auf der Long-Seite geht ja hier auch eher um WTI, nicht um Brent. Die Nordseesorte heißt also Unabhängigkeit natürlich von dem vorgenannten aktuellen Beispiel von mir. Aber positiv könnte sich natürlich der Ölmarkt weiterhin bewegen. Das führt dann uns zu unserem offenen Trade. Wir hatten ja gestern hier unsere Verkaufsorder, die ausgelöst wurde, ausgehend von unserem Webinar, respektive die Order lag ja schon einige Tage länger im Markt, wurde gestern getriggert, sieht weiter gut aus. Stop-Loss haben wir bereits nachgeschoben, hier nachgezogen. Der Trade, wie gesagt, hier der Dollar-Cut-Short sieht super aus. Auch hier zweierlei. Auch hier haben wir natürlich auf Wochenchart-Ebene schon ziemlich viel Strecke gemacht. Das heißt, hier eine der größeren Handelskerzen im Vergleich vielleicht rückblickend hier mit den Handelsbewegungen trotzdem und vor allen Dingen natürlich auch hier der gleitende Durchschnitt, der angetestet wurde. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich warte mal hier auf und setze auf eine weitere Trendfortsetzung nach unten. Ja, man kann jetzt hier mehrere Sachen sehen und zwar natürlich auch genau vor allem diese Unterstützungszone, die natürlich den Markt hier anhalten könnte und dafür sorgen könnte, dass der Markt eben nicht weiterhin fällt. Trotzdem sehe ich natürlich hier, dass vor allen Dingen die 1,28 gerade durchbrochen wurde. Ich sehe durchaus, dass wir hier vielleicht nochmal Druck nach unten sehen könnten. Und von daher würde ich den Trade ganz einfach weiterhin offen lassen und mal schauen, wie sich hier die Marktbewegung zeigt. Drei Kontrakte, vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Teil, 0,5 Kontrakte, eine Art hier später dicht und gucken, wie sich der Markt hier weiterhin bewegt. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Karl-Heinz Frag, S&P, wie schätzt du den Markt ein aktuell? Der Markt in den Aktienmärkten sieht natürlich weiterhin eher positiv aus. Und zwar hat der Verbraucherpreisindex gestern in den Vereinigten Staaten weniger als erwartet zugelegt. Eine gewisse Bodenbildung wird im Allgemeinen ja durchaus als positiv für die Aktienmärkte gewertet. Die Federal Reserve, die US-amerikanische Notenbank, so die Erwartung, könnte also ein vielleicht ein Stückchen gewisses, eine gewisse Weise weniger dort an den Stellschrauben drehen. Entsprechend also könnte erwartet werden, dass die Leitzinsen vielleicht doch nicht weiterhin so stark steigen, wie es angenommen wird. Wenn ich mich recht entsinne, die Erwartungshaltung für die September-Treffen dort ja bei 75 Basispunkten der weiteren Zinserhöhung. Jetzt muss ich kurz einmal hier meinen kleinen Telefonjoker hervornehmen. Ich meine, genau, die Möglichkeit einer 75 Basispunkte Zinserhöhung im September haben sich durch den Verbraucherpreisindex aktuell also eher hier halbiert. Das heißt, von erwarteten 66,5% aktuell bei 33,5%. Also könnten wir hier erwarten, dass also vielleicht eine Zinserhöhung nicht ganz so stark ausfällt. Wie gesagt, dass die Entschuldigung, dass die Möglichkeit, die aktuell vielleicht hier auf der Agenda steht. Das heißt, positiv für die Aktienmärkte, weniger stark steigende Zinsen, Leitzinsen dürften dafür sorgen, dass die Aktienmärkte zulegen. Ich bleibe dabei, ich sehe langsam immer noch diesen Widerstandsbereich hier. Wir schrammen langsam ja schon an der oberen Grenze hier, 13,4, 13,5 vielleicht. Warten wir mal ab, wie vielleicht heute sich das Erzeugerpreisindex Marktumfeld aktuell dort bewegt. Für mich zur Info, 2021 Heizöl 48 Cent, heute 1,36. Karl-Heinz,
bei 3.500 Litern, ja, teure Veranstaltung. Also eine Verdreifachung in etwa in den Preisen, Gaspreise, Heizölpreise, insgesamt in Europa ja stark sich auf der teuren Seite bewegt. Möchte es nicht über die Politik herziehen oder lästern, besser machen, weiß ich nicht, ob ich es kann, aber die Fragestellung, ob das alles so sinnvoll ist, wie es aktuell sich hier andeutet, bleibt mal dahingestellt. Ich denke mal, netto im Export für die US-Amerikaner, die dürften sich freuen, ob jetzt die Fracking-Variante des Gases in Europa vielleicht dort Öl natürlich, ob das eine sinnvolle Idee ist. Nicht zuletzt natürlich, dass diese Variante eh einige Jahre dauert, bis sie entsprechend umgesetzt, technisch umgesetzt werden kann. Bleibt sie auf der einen Seite. Das andere trotzdem, natürlich, wenn wir ähnliche Produkte aus den Vereinigten Staaten zukaufen, die Frage, was besser ist und entsprechend natürlich, wie sich die Situation weiterhin hier besser lösen kann. Fakt ist, alles wird teurer und aktuell scheint dort relativ wenig zu passieren, um dem gegen anzusteuern. Wenn ich jedenfalls hier politisch die Bewegungen aus Thailand mir anschaue und die Bewegungen politisch in Deutschland, weiß ich, wo ich meine Zeit aktuell in Südostasien jedenfalls lieber verbringe als entsprechend nicht. Das auf der Seite. Was haben wir ansonsten? Die Yen-Märkte bewegen sich ebenso weiterhin abwärts. Und da hatten wir gestern hier eine starke Kehrtwende beobachten können. Das könnte natürlich andeuten, dass wirklich der Monatschart so ein bisschen genau das jetzt wirklich präsentiert, was ich angesprochen hatte. Druck nach oben, Widerstandskerze um den 138,70er-Mark Widerstand und jetzt Kehrtwende nach unten. Wir sehen hier, wir sind im Stärkeindikator stark im überkauften Bereich unterwegs und jetzt weiterhin dreht der Markt hier nach unten. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass vielleicht der Yen wirklich weiterhin zulegt. Wir sehen es in den weiteren Yen-Paaren. Würde ich hier im Euro-Yen was machen? Nicht unbedingt, aber die Märkte sehen natürlich hier eher ein bisschen danach aus, als würden sie weiterhin eher die leichte abwärts gerichtete Trendseite hier antun und entsprechend weiterhin auf der schwachen Seite sich hier weiterhin bewegen. Ich bleibe dabei. Ich sehe erstmal einen leicht schwächeren US-Dollar und auf der Long-Seite aktuell hier sehe ich hier ganz klar den Euro eher weiterhin nach oben marschieren. Obacht, ob der Handelszahlen nachher, und zwar hier Erzeugerpreise, Index deutet hier an, dass die Märkte sich eher vielleicht stabilisieren könnten, eine gewisse Bodenbildung vielleicht. Also das wäre dann hier eine Möglichkeit, vielleicht auch, wo Euro, wo Pfund und vielleicht auch Aussie und weitere Währungen nochmal durchstarten könnten. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn wir einen weiteren stärkeren Ausbruch auf der Long-Seite sehen. Also eine Schwäche, eine weitere Schwächephase vielleicht hier rings um den US-Dollar. Und Jan-Erik nochmal hier, pustet nochmal in die ähnliche Richtung, was ich gerade angesprochen habe. Nichts, was Sie tun, ist sinnvoll. Ja, gut, bin wie gesagt dort. Beobachter von außen, kann ich mir nur sagen, und mit größeren und längerfristigen Abständen natürlich in meine geliebte deutsche Heimat zu kommen, was ich nach wie vor so meine, Deutschland ein super Urlaubsland, um zu leben, schlichtweg für mich eher nicht unbedingt mehr das, was ich mir vorstellen kann. Auf der einen Seite trotzdem, auf der anderen Seite natürlich sehe ich, wie gesagt, mit größeren Abständen sehe ich maximal. Und da war natürlich auch eher die Zeit in Singapur und die ausgedehnten vielen Reisen in Südostasien, Australien, Neuseeland ein großer Punkt. Sehe ich, wie viel weniger positiv es sich in Europa bewegt oder in Deutschland bewegt, als Kernland natürlich in dem Fall, als wie die Technisierung sich weiter nach vorne bewegte in Südostasien. Südostasien, ja, hast du in Südostasien, stimmt natürlich auch nicht so ganz, aber mobiles Internet hier im letzten Busch, der eigentlich per Mobilfunkverbindung super funktionierte, hast du für 10, 15 Euro, vielleicht ist nicht das passende Beispiel, hast du eine Flatrate übers Mobilfunkgerät mit 20 Gigabyte im Monat. Wenn ich mit meiner Prepaid T-Mobile-Karte in Deutschland dann, ich glaube, 2 GB für 20 oder 19,90 € im Monat bekomme, werde ich ausgebremst. Also genau die Technisierung, wo sich die gesamten politischen Bewegungen auch da wieder natürlich dann alle gegenseitig behindern, gerade auch zum Beispiel im Mobilfunkausbau, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Alles nicht so richtig einfach. Der technische Fortschritt, wie gesagt, auf der asiatischen Seite bewegt sich maximal schneller. Wobei ich immer noch meine, dass natürlich wir als, ich sag mal, wir mich nicht eingeschlossen, als deutsche Ingenieure so viel mehr vielleicht auch leisten könnten. Gerade der deutsche große Mittelstand
der in Südostasien ein super Ansehen hier genießt. Wachstum in Asien mit technischer vielleicht Leitung weiterhin. Deutsche Ingenieurskunst ist genau das, was ich hier weiter sehe, was durchaus die Zukunft sein kann, wenn da nicht der US-Amerikaner wäre, der ja vielleicht in Europa ein Stück weit leicht andere Interessen verfolgt und ich sag mal, wir einfach blind hinterherlaufen und gar nicht merken, wo der Himmel eigentlich hier weiterläuft und wo vielleicht ein Ende der Fahnenstange gesehen werden könnte. So, genug politisches Gesabbel hier von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben weiterhin Spaß an den Finanzmärkten, natürlich genau wie ich das hier auch habe. Dollarschwäche könnte langsam eintauchen. Hier, Freunde von mir, US-amerikanische Freunde, in den letzten Tagen haben schon wieder ihre Flüge gebucht hier in Richtung Südostasien, weil sie sagen, hey, so billig war es ja seit längerer Zeit nicht mehr hier für uns. Entsprechend ebenso natürlich leichte, klar, Jahresendteuerungsrate bei teureren Flugreisen. Trotzdem, die Stärke des US-Dollars aktuell macht eben natürlich hier relativ viel aus. Ich erinnere mich, als ich nach Singapur kam, das war 2006, gab es für einen Euro 2,10 Dollar, in der Spitze 2,20 Dollar Singapur. Da kostete ein Bier dann etwa so viel wie in Deutschland. Dann wurden die Preise in Singapur natürlich auch massiv teurer. Der Euro wertete ab. Jetzt gibt es in Singapur aktuell noch einen Euro, einen Singapur-Dollar 50 für einen Euro. Kostet das Bier also mehr als das Doppelte, wenn man natürlich dann mal den Außenwertvergleich des Euroraumes sich anschaut. So, viel Spaß. Karl-Heinz, du bist ja bald im Urlaub hier auch in Südostasien unterwegs und weiter viel Erfolg in den Märkten und ansonsten natürlich bis später, auf bald. Ciao, ciao.